Ja, guten Morgen. Rüsselsheimer Main, hier ist Achim Weidner mit einem Blogbeitrag. Und ich möchte jetzt in loser Reihenfolge Freitagmorgens mal meine Beobachtung hier einem Publikum euch präsentieren mit Dingen, die mir gefallen und nicht gefallen. Also eine sehr subjektive Sache. Man kann es so sehen, man kann es auch lassen. Was ich gestern toll fand, war der Beitrag in der Hessenschau über die Ansiedlung von Gili am Automobilstandort Raunheim. Da muss ja Rüsselsheim jetzt langsam mal Angst bekommen, dass die Raunheimer uns sozusagen in der Mobilität der Zukunft wiederholen und Rüsselsheim sich dann als Industriemuseum selbstzufrieden zufrieden gibt. Also ein super Beitrag, den ich hier unten euch nochmal als einen Link beigebe. Es lohnt sich zu sehen. Was mich bei der Sache einerseits erfreut, dass hier die Nachbarkommune mit Bürgermeister Thomas Jü, den ich hier grüße, lieber Thomas, habt ihr gut gemacht. Und dass ihr auch immer die Fahne von 3Gewinnt hochhaltet und immer daran erinnert, dass 3Gewinnt Rüsselsheim, Raunheim und Kelsterbach ist und dass die Rüsselsheimer demnächst auch Gewerbesteuer aus Raunheim bekommen. Und ich habe den Eindruck, dafür relativ wenig tun. Und je nachdem, wie man das politisch sieht, kann man sagen, die Rüsselsheimer sich im Rathaus als Schwarz- oder Rotfahrer outen. Denn die Begeisterung für 3Gewinn, das ist ja nicht nur Städteservice, sondern auch die Fernost-Initiative, die ist ja durchaus nach oben ausbaufähig. Was mich ärgert ist, dass in einigen Tagen die Bürgermeister Thomas Manfred Ockel aus Kelsterbach und der Thomas Jühe wiederum mal nach China fahren, um zu gucken, wie man diese Zusammenarbeit zwischen Europa und China oder insbesondere Raunheim mit seiner Ab- und Auffahrt und auch Kelsterbach auf die Seidenstraße vertiefen kann. Und was mich ja sehr betrübt dabei ist, die Tatsache, dass der Rüsselsheimer Oberbürgermeister auf dieser Reiseliste fehlt. Das halte ich für eine ganz abenteuerliche Sache. Ich weiß nicht, ob es da jetzt wichtigere Termine gibt. Ist mir eigentlich auch egal, aber ich würde schon die Meinung vertreten wollen, dass der Rüsselsheimer OB mit dabei sein müsste und sich vor Ort auch einen Eindruck über das verschafft, was in China los ist. Also hier nochmal mein Appell. Vielleicht findet man ja noch einen Ticketplatz für den Oberbürgermeister für den Flug ins Reich der Mitte und dass er dann auch in Rüsselsheim das berichtet, was dort abgeht. Das finde ich ein großes Lob, das hat mir die Woche gut gefallen. Was mir die Woche auch gut gefallen hat, das war eine Veranstaltung, die hieß Fridays for Future. Wir müssen reden. Das ist eine Veranstaltung der Jungen Union gewesen, die vor einigen Wochen, bevor überhaupt dieses Wahldebakel bei der Europawahl für die Volksparteien sich abgezeichnet hat, junge Leute eingeladen haben, die hier in Rüsselsheim Fridays for Future Schule schwänzen. Das war erstmal ganz deswegen interessant. Es wurden jetzt keine großen Lösungsansätze dort abgegeben. Es wurden Wünsche formuliert, Ziele formuliert, Forderungen gestellt. Wichtig war aber, dass man miteinander geredet hat. Das ist immer der erste Einstieg, dass man schon mal vorurteilsfrei in die Höhle des Löwen begibt, miteinander redet. Und ich hoffe, dass die CDU, also Junge Union CDU, mal so eine Stichwortliste zusammenstellt, damit das so in der Stadtgesellschaft auch mal nachgelesen werden kann. Denn die Berichterstattung heute in der Zeitung war natürlich naturgemäß, man kann so eine 3-Stunden-Sitzung nicht jetzt einen riesen Leitartikel wie in der Zeit zusammenfassen, aber dass man das mal dokumentiert und auch mal so in die Runde gibt, damit auch andere, die da noch schlafen oder glauben, sie seien sozusagen ganz vorne, sich auch mal mit diesen Fragen befassen. Also ist erstmal ganz wichtig, dass dieser Dialog aufgenommen worden ist, oder ja, dass dieses Gespräch aufgenommen worden ist. Denn Reden ist immer besser als übereinander reden. Was mir auch noch gefallen hat die Woche war, am Mittwoch am gleichen Abend, eine Stunde bevor die Veranstaltung in Rind stattfand, der Rollout des neuen Rennwagens an der Hochschule Rhein-Main. Das ist auch ein Riesenprojekt, an dem ziemlich viele junge Leute fast ein Jahr entwickeln. Also wird ein neuer Rennwagen aufgebaut und das ist ja nicht nur Rennen fahren im Sinne von jeder gegen jeden. Nein, das muss erstellt werden, es müssen Marketingpläne entwickelt werden, es müssen Sponsoren gefunden werden. Also sozusagen alles rund um das Auto hier in einem ganz tollen Wettbewerb entwickelt worden ist. Das heißt, sehr viel Hirnschmalz. Ganz wichtig ist aber auch, es gab die Woche an der Hochschule Rhein-Main eine interessante Veranstaltung des ASTAS.
über das Thema Mobilität der Zukunft mit einem Referenten der IG Metall aus Frankfurt. Und der hat mal nebenbei darauf hingewiesen, dass in der deutschen Automobilindustrie, und da zählt natürlich auch Rüsselsheim dabei, rund 840.000 Menschen beschäftigt sind. Jetzt kann man sich mal vorstellen, und das sind ja im Grunde selbst von oben bis unten immer gut bezahlte Jobs. Wenn jetzt durch neue Mobilität, zum Beispiel wenn der Motor aus dem Auto ausgebaut wird, auch die nachfolgenden Industrien wie Kurbelwellen, Schleifmaschinen, Gießereien, Zündkerzenfabriken, Schmierölfabriken, Zahnriemenfabriken und so weiter und so fort wegfällt, fallen ja ganze Wertschöpfungsketten weg. Das wird in Deutschland dazu führen, dass man sich mal die Frage stellt, was macht man eigentlich mit den übrig gebliebenen oder nicht mehr benötigten Arbeitskräften? Das heißt, wenn wir hier in Rüsselsheim uns mal vergegenwärtigen, dass wir nicht nur 182 Jahre Adam Opel, also Geburtstag feiern, was eine schöne Sache ist, sondern auch an diesem Standort mal darüber nachgedacht wird, im Politischen wie in der Hochschule, über die Fragen der Mobilität der Zukunft. Da finde ich es schon bemerkenswert, dass der letzte Kongress oder letzte Veranstaltung zu dem Thema über die Mobilität der Zukunft jetzt schon 10 Jahre zurückliegt. Das fand dann in den Opel-Villen statt. Ich war da selber Teil, habe da am Wochenende mir das mal angeschaut. Und dass es in Rüsselsheim keine politische Kraft gibt, SPD, CDU, FDP, Grüne, keine Ahnung, wer da sonst noch keucht und fleucht, die sagen, okay, wir sind hier an einem Standort mit Hochschule, mit einem Unternehmen, was es immer noch gibt, das sich jetzt auch anschickt, Elektro zu mobilisieren, mit chinesischen Playern, die sozusagen frischen Wind aus Fernost mit in die Stadt bringen, mit einer Hochschule Rhein-Main, wo man eben Maschinenbau studieren kann, also die sogenannten MINT-Fächer, also dass man sozusagen hier Kompetenz vor Ort hat, dass das viel zu wenig herausgestellt wird. Ich wundere mich sowieso, warum die Stadt Rüsselsheim es noch nicht mal geschafft hat, oder mal nicht nur die Stadt Rüsselsheim, sondern in der Stadtgesellschaft Kräfte gibt, die sagen, lasst uns mal so einen Mobilitätskongress nochmal einberufen, wie sieht denn das aus? Denn in Rüsselsheim wird ja an vielen, vielen Stellen an dieser Frage gearbeitet. Also wir werden jetzt 1300 Ladesäulen aufstellen im Stadtgebiet. Mal offen gelassen die Frage, ob jetzt Wasserstoff oder Elektromobilität, was ja letztendlich immer Verstromung ist, wie wir das hier in der Stadt umsetzen. Also wie man verhindern kann, dass bei der Gebobau jeder seine Kabeltrommel vom Balkon zum Auto legt. Also weil wir jetzt mal diese Ladeinfrastruktur testen, aufbauen. Und das an vielen, vielen Stellen gewerkelt wird. Und was mich abschließend erstmal für heute Frage nochmal zu dieser Veranstaltung der Jungen Union, dass die jungen Leute, die da in zum Beispiel in einem Leistungskurs sich mit diesen Fragen befasst haben, dass sozusagen die städtische Öffentlichkeitsarbeit es nicht bis dahin geschafft hat, dass das sozusagen im Bewusstsein ist, dass man nicht nur anklagt, berechtigterweise, sondern vielleicht auch zur Kenntnis nimmt, dass gerade in Rüsselsheim, ja, diese etwas dem kleinen schwarzen Schwan, dass hier sozusagen doch an vielen, vielen Stellen bei der Gebobau, bei den Stadtwerken, in der Hochschule, bei der Stadt Rüsselsheim, bei den städtischen Betrieben, in der Volkshochschule, aber auch bei vielen, vielen Firmen, die hier in Rüsselsheim ansässig sind, das Thema Future ganz oben auf der Agenda steht. Also dass das hier kein leeres Wortgesülse ist, sondern die sich mit Fragen von selbstfahrenden Autos, von Energiespeicherung, von Organisation, von Energienetzen befassen und wir doch ein ganz, ganz toller Ort sind. Und das müsste neben unserem wunderschönen Mainufer, das uns auch niemand so zutraut und keiner, und das will ich auch mal ganz sagen, der schönste Sonnenuntergang am Untermain, den gibt es jetzt in Rüsselsheim bei Wein am Main, rein sich sogar, ich grüße mal die Leute. Also wie gesagt, wir müssen uns bewusst werden, dass hier in Rüsselsheim ein Potenzial vorhanden ist, dass es, ich bin ja ein großer Freund von Rüsselsheim, also ein Lokalpatriot, aber bei objektiver Betrachtung, das muss man erstmal woanders finden. Und da müssen wir uns nicht hinten irgendwo anstellen, weder in Hessen noch in Deutschland. Nur wir brauchen auch in Zukunft mehr Selbstbewusstsein, das auch mal nach vorne zu kehren. Und vielleicht wäre die städtische Wirtschaftsförderung, dieses Marketing, der Gewerbeverein, der Treffpunkt Innenstadt, die Gewerkschaften, die Parteien mal in der Lage, sich mal über ein neues Grand Design über Rüsselsheim zu verständigen. Das könnte man als einen Oberbegriff Stadtleitbild mal definieren.
In dem Sinn wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende und viel Sonne und alles ist gut.